Higashi Pharmaceutical. Leute, auch das ist ein Level 5 Gebäude. Wir machen das aber. Ich habe es angekündigt und wir machen es. Mann, der rennt. Pass auf. Das sind ja alles gelbe Augen. Ach nee, ja, was kommt denn da alles? Oh Mann, der Schleimspucker. Komm, Rückzug, Lydia, Rückzug. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge 7 Days to Die mit dem Gamebro und der Lydia. Leute, schön, dass ihr dabei seid. Schöne Katastrophe habe ich gehabt. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich schon wieder eine kleine Pause eingelegt habe. Ich hatte aufgenommen, aber ich habe aufgrund eines Defektes nicht weitermachen können. Ich musste ein bisschen unterbrechen. Leider war mein Mikrofon defekt, beziehungsweise ich hatte ein Softwareproblem. Ich muss das erstmal in Ordnung bringen, aber jetzt kann ich wieder aufnehmen. Ich habe ein bisschen was gemacht gehabt, der Defekt ist leider erst beim Schneiden aufgefallen. Schade, ich wollte euch mitnehmen auf eine kleine Schatzsuche. Ich hatte eine Schatzkarte im Inventar, die habe ich entdeckt. Das habe ich mit euch gemeinsam machen wollen, hat leider nicht geklappt. Ich habe es alleine gemacht. Ich habe es so nicht gemerkt. Das war ja eine Quest für die Schatzkarte, habe ich erledigt. Ich habe ein bisschen Gerümpel gefunden. Es waren coole Sachen drin, es war Munition, es war eine Modifikation für die Schrotflinte. Ich habe im Anschluss auch noch mit euch eine schöne Level 3 Quest gemacht haben wollen. Auch hier habe ich schöne Sachen bekommen. Ich habe als Belohnung ein taktisches Sturmgewehr mitgenommen. Fand ich riesengut. Die Idee fand ich total super. Wir testen das gleich auch einmal aus hier. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr schöne Waffe. Man muss auch treffen. Man muss auch mit der sehr schönen Waffe einfach mal treffen können. Wenn man das nicht kann, nützt die beste Waffe nichts. So, ich habe nicht mehr allzu viel Munition dabei. Doch, wir haben für die normale Waffe haben wir noch genug dabei. Ich würde heute gerne mit euch losziehen. Das hatte ich auch in der letzten Folge, die ich hätte aufgenommen haben wollen, mit euch besprochen. Ich möchte gerne ein Hochhaus hier looten. Und das würde ich sehr, sehr gerne heute mit euch in Anspruch nehmen, beziehungsweise in Angriff nehmen. Das sieht aus, als ob du dich da nur hingesetzt hast, mein Lieber. Mit euch einmal in Angriff nehmen. Ich wollte mir diese Stadt, wir sind hier in unserer Nachbarstadt, südlich von unserer eigenen City. Ich habe gedacht, ich wollte mich hier einmal ein bisschen umschauen, die Stadt mit euch ein bisschen auskundschaften. Ja, eventuell ein bisschen erquesten und auch unbedingt mal eins der Hochhäuser looten und in Angriff nehmen. Da das jetzt beim letzten Mal so blöde gelaufen ist, würde ich sagen, wir gehen heute einmal in so ein Hochhaus rein. Ich fahre auch gar nicht mehr zurück. Ich müsste eigentlich meine Taschen leer machen. Meine Taschen sind relativ voll. Das ignoriere ich jetzt an der Stelle mal. Und wir suchen uns hier einen schönen kleinen Spot, in dem wir uns ein bisschen austoben können. Hier vorne ist schon das erste Hochhaus. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Aber wir fahren mal, wir cruisen mal ein bisschen durch. Das Problem mit den vollen Taschen lösen wir folgendermaßen. Ich baue uns gleich 1, 2, 3 Holzkisten. Das sieht doch auch schön aus. Die packen dann unten an die Wand. Und wir packen unser Loot dann dort rein. Looten, soweit es geht, das Hochhaus. Ich denke, es wird keine Geschichte sein, die wir heute in einer Folge fertig machen. Vielleicht wird sich das über mehrere Folgen ziehen. Wir schauen einfach mal, wie lange wir dafür brauchen, ein so ein Hochhaus zu clearen. Ich bin wahnsinnig gespannt. Aber es juckt mir wirklich in den Fingern. Ja, wenn wir das gemacht haben, wohnen könnten wir auch mal gehen. Also wenn wir das machen, wie gesagt, ich packe unten am Eingang ein paar Kisten hin. Ich werde alles an Loot dort reinlagern. Die Shong Tower, Level 5. Uiuiui, ich weiß gar nicht, ob das so eine fantastische Idee ist, was ich hier mache, Leute. Aber egal, ich habe das beim letzten Mal angekündigt, auch wenn ihr nicht dabei wart. Ich stehe zu meinem Wort. Wir werden uns das anschauen. Ich weiß nicht, ob es jetzt dieser Tower wird mit Level 5. Ich fand auch den schwarzen nach vorne äußerst interessant. Wir gucken einfach mal. Ist das auch Level 5 oder nicht? Ja, nein. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an, hier ganz in Ruhe. So, wir packen unser Moped einfach mal hier so schön ein bisschen vor die Türe. Ich habe auch so ein klitzekleines bisschen das Problem, dass hier in dieser Stadt, wo die ganzen Hochhäuser stehen, meine Frames ein kleines bisschen in den Keller gehen. Wir schauen mal, wie sich das verhält und eventuell... Higashi Pharmaceutical. Leute, auch das ist ein Level 5 Gebäude. Ich habe gerade jetzt ein bisschen Angst. Wir machen das aber. Ich habe es angekündigt und wir machen es. Wenn es nichts wird, wenn ich merke, das haut überhaupt gar nicht hin, dann lassen wir die Geschichte bleiben, dann kehren wir einfach um und machen was anderes. Aber jetzt würde ich das gerne einmal probieren. So, geh bitte einmal hier rein. Jawohl. Und wir bauen uns... Vielleicht bauen wir uns auch gar nicht diese Kisten, sondern... Beschreibbar, das brauchen wir eigentlich nicht. So eine normale Aufbewahrungskiste. Dafür bräuchten wir aber leider Nägel. Habe ich eventuell hier hinten noch Nägel drin? Ja, steig doch einfach mal auf, Lydia. Guck doch erstmal in deinen Kofferraum. Leider nur 3.
Ja, leider nur drei Nägel. Das bedeutet, wir bauen uns einfach mal normale Kisten hier an die Wand. Ist hier auch nicht schlecht. So, gesicherte Aufbewahrungstruhe. Ich würde sagen, wir machen einfach mal drei Stück. Die können wir uns einmal durchfertigen. Und dann haben wir auch genügend Platz, um erstmal ein bisschen Rümpel auszulagern. Meine Taschen sind ja, wie gesagt, schon relativ voll. Ich brauche aber auch Getränke, wir brauchen Essen. Wir sind gar nicht so gut vorbereitet, aber wir probieren es einfach mal aus. So, habe ich schon was fertig? Wo sind meine Kisten? Ich bin platt. Da sind die Kisten. Wunderbar. Ich würde sagen, wir packen die Kisten einfach mal hier an die Wand. Und dann sammle ich mir das Zeug, was wir hier einlagern, einfach bei Gelegenheit hier ein. So, ich schmeiß einfach alles hier raus. Vielleicht... Ah, komm, Essen. Essen nehmen wir mit. Und Bier. Nein, Bier nicht. Wir gehen nicht besoffen in so ein Gebäude rein, Lydia. Das machen wir nicht. Nein. So, ich würde auch das Messer einmal hier einlagern. Ich brauche das nicht unbedingt. Die Axt, ja, können wir jetzt auch nicht gebrauchen. Ich gehe jetzt nicht Holz hacken. Eine Schippe brauchen wir auch nicht. Pfeile sollten wir uns eventuell behalten. Federn tue ich raus. Eier nehmen wir mit. Können vielleicht was essen zwischendurch. Verbände will ich auf jeden Fall dabei haben. Leute, ich habe ein bisschen Angst. Eier nehme ich mit. Schamsuppe nehmen wir auch mit. Wir nehmen alles an Essen mit rein, was wir haben. Ich repariere gleich nochmal ein paar Sachen mit durch. So, hau dir doch eventuell schon mal das Katzenfutter hier hinter die Binde. Dann bist du schon mal gar nicht mehr ganz so schlecht aufgestellt. Ja, Waffen reparieren, eventuell die Schrotflinte noch einmal kurz reparieren, damit wir das alles mit haben. Ich habe hierfür... Moment. Die selbstgebaute packen wir auch einmal raus. So, ich denke, wir sind damit einigermaßen gut ausgestattet und wir gehen einfach gleich mal rein. Trübes Wasser ist jetzt nicht so dolle. Aber komm, wir trinken noch was, wir essen noch was, wir haben noch ein Döschen. Das gibt... Na, nicht Rezepte. Nicht Rezepte. Können wir uns einen Chili-Dog draus machen? Ist egal. Wir hauen uns noch mal rein, damit wir halbwegs satt sind. Und dann gehen wir hier rein und ich bin sehr gespannt. Vielleicht renne ich auch direkt wieder raus. Ich hoffe aber auch sehr, dass wir irgendwie noch was zu essen hier finden werden. Komm, öffne dir mal die Türe hier. Oder ist sie schon offen? Es ist sogar schon offen. Leute, ich habe echt ein bisschen Angst. Wir haben aber eine Pistole, die relativ gut funktioniert hat beim letzten Mal, wo ich allein unterwegs war. Wir schauen einfach mal. Leute, Level 5. Ich habe die Buchsen gestrichen voll. Ah, guck mal, da sind doch schon die ersten netten Ladies. Die Begrüßungsdamen hier. Begrüßungskomitee. Guten Tag, na, geht's euch gut? Ja, ihr Lieben, das war's. Sehr schön, Leute, rote Sofas. Perfekt. Sieht ja schick aus hier drin. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob... Verschlossen. Okay. Also es kann wirklich sein, dass wir hier relativ schnell wieder rausgehen, weil wir einfach merken, dass das nichts ist. Was bist denn du, kleiner Mieter? Leute, ich habe hier gerade ein bisschen Frame-Problem. Da ist das Kühl schon verrückt. Leute, ich glaube, ich werde das Spiel gleich nochmal neu starten. Wahnsinn, was hier abgeht. Leute, ich habe gerade ein bisschen Schwierigkeiten mit meinen Frames, warum auch immer. So, ihr Lieben. Also, das hat ja schon funktioniert, aber mein Knie ist schwer angeschlagen. Ich denke, ich muss das Spiel gleich einmal neu starten und werde die Aufnahme dann vor... guck mal, da ist schon wieder die nächsten Ladies. Meine Herren, also Level 5, ich kann verstehen, warum. Hier ist ordentlich was los. Ja, komm. Wir kämpfen uns hier nochmal ein kleines bisschen durch. Hör auf zu rennen, Lady. Das ist doch nicht dein Ernst. Mann. Fühlt sich ja auch wie die Prinzessin. So. Wir probieren das einmal so aus der Hocke heraus. Ich weiß nicht, ob ich genügend Munition dabei habe. Das mit dem Zielen üben wir nochmal, Lydia. Mann, hast nicht genug Fortnite gespielt, glaube ich. Bleib liegen. Bleib einfach liegen. Aufpassen, Lydia. Ah, Junge. Also zu dem Schalldämpfer ist ja schon mal eine schöne Sache.
Aber jetzt hätte ich gerne... Mal gucken, bringt uns das schon was? Bös verletzte Knie? Jawohl. So, aber ich pausiere einmal kurz die Aufnahme und versuche dann einmal kurz... wir haben 17.58 Uhr. Lydia, du bist so bekloppt. Es ist so spät Abend. Den habe ich mir jetzt hingeholt. Na, Ursula? Tut mir leid. Oh, Mann, ich glaube, was machst du denn da? Schmeiß doch nicht die Rübe runter. Ach, wisst ihr was? Ich probiere das einfach so. Wir sind jetzt bei 30 Frames. Wir ziehen das durch. Gott, das ist so ein Riesengebäude. Ich weiß nicht, ob das was wird, aber ich wiederhole mich. Und das ist kein Problem. Wir machen einfach mal. Wenn es nichts wird, macht ihr was anderes. Warum gehe ich in ein Level 5 Gebäude rein, Lydia? Warum machen wir das? Schau mal, hier gibt es noch Klos. Hallo? Das ist ja supi. Guck doch mal so. Wieder mal nur Schiethauspapier. Okay, jetzt im Moment stabilisieren sich die Frames gerade ein bisschen, aber insgesamt muss ich sagen, ist es hier gerade relativ ungünstig. Aber ist die Hardware gar nicht so schlecht? Ich hätte gedacht, das würde besser funktionieren. Aber im Moment, mal schauen, vielleicht habe ich da auch ein anderes Problem und muss das einfach mal überprüfen. Da könnt ihr mir auch mal sagen, wie ist das bei euch bei dem Spiel? Wie verhalten sich da die Frames? In der anderen Stadt habe ich bis jetzt relativ wenig oder gar keine Probleme gehabt. Hier ist es jetzt gerade irgendwie ein bisschen anspruchsvoller. Ich weiß nicht, sollen wir hier die Türen mal knacken? Wollen wir einfach mal... Okay, ich glaube, das lassen wir lieber. Sagt mir auf jeden Fall mal Bescheid, wie sich das mit den Frames bei euch verhält. Bin ich sehr gespannt. Würde mich wahnsinnig interessieren. Bis jetzt lief das Spiel bei mir eigentlich relativ butterweich. Aber hier in den größeren Städten scheint es noch... problematischer zu gehen. Hier kommen aber auch immer direkt ein ganzer Sack voll Zombies, Leute. Also das kann ja spannend werden, wenn hier mal die gelben Augen kommen. Lecker, Leute. Noch haben wir Munition. Ja, aber ich hoffe, wir finden auch noch einiges. Kaffeemaschine umrühren. Schöner, leckerer Kaffee. Können wir uns gleich mal einen reinziehen, wenn wir wieder durstig werden. So, wir schauen mal. Ich glaube, wir hauen uns mal der Schamsuppe direkt rein. Meine liebe Lydia. Oh, Entschuldigung, falls ich hier ein bisschen Lärm verursacht habe. Ich habe gerade mein Mikrofon umgenietet. Die Aufzugtüren sind alle verschlossen. Dann lassen wir das mal noch zu. Hallo? Jetzt habe ich eine Versammlung gestört. Seid ihr gerade in einem wichtigen Meeting? Ja, dann kommt doch da raus, Leute. Haut doch nicht gegen das Fenster. Dieser verspätete Hopser. Verspätete, eingesprungene, gedrehte Hopser. Lydia, was ist denn hier los? Oh, schaut mal hier. Grün lecker Bierchen. Ist klar, dass sie in so einem großen Büro im Päuschen Bier trinken müssen. Leute, das waren Zeiten. Das gibt's bei uns nicht mehr. Mann! Bleibt doch mal sitzen, Leute. Ich glaube, meine Pistole ist gleich schon hinüber. Vielleicht sparen wir uns das mal ein bisschen auf oder reparieren gleich nochmal ein kleines Ründchen. Ist doch nicht eu... Da sitzt auch schon. Was macht ihr denn so schon? Hey, guck, Leute. Gib mir doch mal einmal wenigstens die Chance, euch hier so silent zu killen. Ein schöner Headshot, Lydia. So, komm, den bitte nicht weggehen. Das machen wir... Oh. Das ist natürlich supi-dupi. Noch nicht riechen. Das war ein gelbe Auge. Lebst du noch? Haha. Vielen Dank, dass du so schnell gestorben bist, mein Lieber. Ein paar Bücher. Leute, die Frames, die mir hier ein bisschen... Macht mir hier ein bisschen Sorgen. Wo seid ihr, Leute? Ich höre euch, aber ich sehe euch nicht. Wollen wir erstmal hier runtergehen? Gucken, was es hier noch gibt. Ein Haufen Müll, eine verschlossene Tür. Leute, wo seid ihr alle?
langsam mal sicher hier hoch. Leise, leise, Lüge. Was beobachten. Ich wüsste zu gern, gegen welche Wand die gerade hier schlagen. Mann, der rennt, Lüge. Pass auf. Das sind ja alles gelbe Augen. Lüge, raus. Laufen die runter, runter, runter. Immer runter, runter, runter. Das ist mir alles ein bisschen zu ruckelig hier. Was zuckst du da hinten rum? Ja, schön. Ich hoffe, dir geht's gut. Nach dem Sturz. Wo sind die gelben Augen? Leute, jetzt fahrt los. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Ein Fliegen! Bleib doch einfach liegen. Kalle Kuschinski. Wo sind die? Ah! Ich falle hier vor die Füße. Lydia! Lad doch bitte vorher deine Ruhe. Leute, so viel Action und im Grunde genommen noch gar nichts gelootet, wirklich. Ich höre hier nur von allen Seiten Zombies kreischen, das ist doch nicht wahr. Aber es ist egal, wir machen das heute. Zumindest so weit, wie wir kommen. Aber ich gehe gleich nochmal raus und würde einmal die Geschichte hier neu starten. Damit ich das mit den Frames einmal in den Griff kriege. Ich laufe hier gerade bei 23 Frames rum und das kann es wirklich nicht sein. Das ist, so kann man nicht spielen. Also ich zumindest nicht. Da hinten sind auch noch welche drin. Na ihr, gebt euch. Nimm doch mal eine Ladung. Hört mal lieber. Haha, rüber runter. So, wenn ihr denn dann einmal fertig seid hier, ihr Lieben, würde ich gerne einmal runtergehen und einmal ausmachen. Draußen von den... Warum kommt mir alle die Treppe hoch, die Rolltreppe? Das mache ich doch schon. Oder haben wir uns schon die halbe Nachbarschaft wieder rangepult? So, ich würde sagen, ich gehe einmal hier raus. Und wir sehen uns gleich an der gleichen Stelle nochmal wieder. So, da sind wir wieder am Start, Leute. Ich habe einmal das Spiel neu gestartet. Ich habe versucht, ein paar Einstellungen zu minimieren. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. So, die Bücher, die lesen wir jetzt einmal direkt, wo wir schon mal hier unten sind. Bessere Robotik, alles gut. Den ganzen Krempel hier, den schmeißen wir wieder raus. Das, was wir jetzt nicht dringend brauchen, nehmen wir auch nicht mit rein. So, und jetzt auf geht's. Wir gehen wieder rein. Leute, ein Level 5 Gebäude. Das ist einfach ein bisschen irre. Es ist nach dem Neustart ein bisschen neblig. Das war vorher nicht so neblig. Jetzt ist es neblig. Das ist nicht schlimm. Die Frames, ich schau mal gerade. Ich weiß es nicht. Es scheint sich ein kleines bisschen verbessert zu haben, aber nicht wirklich viel. Ja, wir müssen in die andere Richtung, Lydia. Wir waren da hinten. Wir waren schon auf der anderen Seite. Im Moment sieht es halbwegs okay aus. Hallo? Ständig höre ich hier irgendwelche Zombies. Sehe aber nicht, wo sie herkommen. Das macht mich kirre. Verdammte Axt. Das von draußen kommt. So, wir gehen jetzt einmal hier weiter hoch. Wir gehen in die nächste Etage. Schade, schade, Leute. Das mit den Frames macht mich gerade wirklich ein bisschen fertig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin mal gespannt, ob man das in der Aufnahme merkt. Da bin ich wahnsinnig gespannt, aber hier beim Spielen merke ich es gerade ganz schön. Das ist besser als gerade. Ist besser als... Oh, guck mal da. Ich glaube, da sitzt doch jemand. Hallo? Achsenpfeile im Kopf haben. Oh, guck mal, da ist schon der Nächste. Lässt nicht lange auf sich warten. Und wir gehen mal langsam einen Schritt zurück. Oh Mann, wo hast du denn geschossen? Das ist das, wenn beim Spielen ruckelt, dann ist das mit dem Zielen einfach nicht so einfach. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das im Video nachher auswirkt. Aber ich will euch halt direkt... Oh, guck mal da. Bist du wieder noch gelb Auge? Nee, bist du nicht? Ist aber auch hässlich.
machen ja mal. Ich hab dich doch getroffen. Warum geht denn der Pfeil durch dich durch? Und dann zerfällst du einfach mal so in kleine Stückchen. Ich habe das Gefühl, das hat gerade so ein bisschen was mit den Performance-Produkten. Ich weiß nicht, woher das kommt, Leute. Ich habe sonst nichts geändert. Da habe ich jetzt sogar schon Einstellungen runtergedreht. Wirklich. Würde mich wahnsinnig interessieren, wie spielt ihr das? Mit welcher Hardware spielt ihr das? Und habt ihr auch zwischendurch Einbußen bei den Frames? Hier ist eine Küche. War sehr schön. Vielleicht bekommen wir hier was zu futtern und was zu trinken. Würde ich mich sehr darüber freuen. Auf jeden Fall schon mal Kochbücher. Das ist natürlich in so einem Bürogebäude immer sehr, sehr wichtig. Dass man hier ein paar Bücher zum Kochen hat. So, alles in allem ist das eine recht gut sortierte Küche. Gefällt mir schon mal. Es lohnt sich auf jeden Fall hier euch die Schränke leer zu machen. Leute, wenn ich doch wüsste, wo ihr seid. So, ich muss mal nachher gucken. Das mache ich dann. Ja, hallo. Ein Hund? Nein. Das war jetzt kein Hund, oder? Einmal die Tür zukommen. Hast du die Schrotflinte geladen? Das hört sich so nach Hund an. Leute, ich mag das nicht. Nehmt euren Hund wieder mit nach Hause. Ja, den Hund, den haben wir auf jeden Fall schon mal erwischt. Ich habe echt das Gefühl, wenn ich hier gleich irgendwann mal raus muss. Ui, Gelbauge! Mann, warum wollt ihr so viele? Und ein Krabbelhannes. Na, geht's dir gut? Leute, lasst mich doch mal einfach in Ruhe. Für die Waffe habe ich gar nicht genug Munition. Ich denke, wir sollten gleich mal eben unsere Flinte hier reparieren. Wollen wir dich einmal ausnehmen? Lydia, du hast echt immer die besten Ideen. Aber bis jetzt klappt es noch einigermaßen gut hier. Ja, nimm dir mal eine Handvoll Blei mit. Das kann man immer ganz gut gebrauchen, wenn man schnell fliehen muss. Dann ist Blei in der Tasche immer wichtig. Dann verliert man nämlich nicht die Bodenhaftung. Sehr, sehr, sehr wichtig. Hochgradig wichtig. Ja, trübes Wasser. So, ich schaue mal gerade nach, was wir alles an Büchern rausgeholt haben. Dann werden wir erstmal direkt alles lernen. Genau. Wäre verbessern, das ist super. Schrotflinten auch gut. Hier mal Kochbücher. Also allein für die Bücher lohnt es sich wirklich schon. So, wir essen auch sofort schon mal ein Döschen. Damit der Hunger dich gar nicht erst überfällt, wenn wir es nicht gebrauchen können. Und habe ich hier alles leer gemacht? Habe ich die Schränke leer gemacht? Es sieht erstmal so aus. Hallo? Wir sind doch hier reingekommen, dann geh doch auch da wieder raus. Wollen wir einmal schon mal hier die Türe aufschlagen? 3000. Kann eine längere Nummer werden. Oder wir schauen erstmal, ob wir nicht von der anderen Seite ohne Hacken reinkommen. Man weiß es ja nicht. Na, das ist genauso eine Türe, okay. Ich habe sowas ja schon mal ganz gerne gemacht. Mal Bücher. Trübes Wasser. Wir bekommen ja so viel trübes Wasser raus, das ist schon mal nicht schlecht. Ein Höschen, Lydia. Nicht das Schickste, aber es gehört dem Vorstand. Nein, hier unten wohnt der Vorstand ja nicht. Bin mal gespannt, wie schnell wir bis zur Chef, also wie lange wir bis zur Chefetage brauchen. Können wir die Tür hier aufmachen? Danke. Gefällt mir besser, wenn wir schneller rausrennen können. Noch ein Buch? Nee, das alte Hemd, das lassen wir mal hier liegen. Wer weiß, wer das angehabt hat schon. Oh! Immer diese netten Begrüßungsgespräche von euch. Ihr seid auch richtig ganz dicht. Ihr wisst doch, dass ich mich erschrecke. Ja. Solltest du mit deinem Affen auch mal umdrehen. Komm mal ans Gehen. So, hier haben wir alles soweit durch. Ach, schaut mal hier. Da sind wir doch reingekommen ohne diesen
Oh oh, Musik. Mach mal die Tür zu. Ach, ja, ja, was kommt denn da alles? Oh Mann, der Schleimspucker. Komm, Rückzug, Lydia, Rückzug. Das ist die Level 5 Gitarre hier. Was war denn das? Hat er geschossen? Und die rennen schon wieder. Ihr seid doch wohl bekloppt. Heute bleibt liegen. Ich mein's nur gut mit euch. Und das mit schlechten Frames, Lydia. Nein! Nein, 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 nein! Lauf, 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 lauf! Oh, Leute, ich muss. Was haben wir denn da ausgelöst? Mann, Lydia! Da springen die ja reihenweise runter. So, lad nochmal schnell, bevor die bei dir sind. Das freundliche Duo. Bleib liegen. Bleib einfach liegen. Lad nach, lad nach, lad nach. Fallen hier noch immer Zombies runter? Ist das draußen oder ist das hier oben? Und ihr macht mich fertig. Komm, latsch mal hier hoch. Wahrscheinlich sind die hier oben und rennen wieder irgendwo gegen die Wand. Hallo? Da hinten ist der. Der schlägt mir die Hardcore-Tür kaputt. Ja, das ist ja nett von dir. Aber wir gehen trotzdem erstmal hier lang. Leute, ich habe hier 20 Frames. Das ist doch nicht euer Ernst. Also das macht zum Spielen mit diesen Bildraten irgendwie gerade so gar keinen Spaß. Sorry. Also, was auch immer das gerade für ein Problem ist, was ich hier habe. Wir ziehen das jetzt hier durch. Ich hoffe, das sieht man in den Aufnahmen nachher. Leute, wir haben schon 22.28 Uhr. Das ist unglaublich. Wir sind hier mitten im Level 5. Dauer. Wir schauen uns hier noch ein kleines bisschen um. Aber ich denke, wir werden nicht mehr allzu weit kommen. Die Zeit ist auch schon relativ fortgeschritten und wir müssen das Ganze jetzt früher oder später zu Ende bringen. Aber, oh, was war das? Wir schauen uns noch ein kleines bisschen um. Ich muss mich noch mal kurz orientieren. Hier waren die Toiletten. Aber ich möchte ungern zu Mitternacht noch hier drin sein. Wobei die eigentliche Nacht geht ja jetzt schon los. Ich höre es schon, die kommen schon. Ich würde sagen, wir machen uns langsam mal sicher auf den Weg nach unten, packen unseren Krempel soweit zusammen. Leute, ich höre da schon wieder irgendwas. Komm, Maus, mach die Tür hinter dir zu, Lydia. Ich möchte ungern die Nacht in einem Level 5 Hochhaus verbringen. Irgendwie ist mir da bei dem Gedanken nicht so ganz wohl. Leute, ich höre immer noch überall die Zombies an den Sachen nagen und kratzen und beißen. So, versuch mal nicht mehr allzu viel Krach zu machen, Lydia. Oh, guck mal da. Schau mal hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir schnappen uns gleich unser Motorrad und machen uns langsam aus dem Staub. Ui. Ich glaube, der hat uns noch nicht bemerkt. Sehr schön. Leute, das macht mich echt fertig. Also, super gute Idee. So, schauen wir noch einmal kurz hier rein. Was können wir alles mitnehmen? Ich würde sagen, wir packen uns ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall dringend mitnehmen wollen, mit in die Taschen. Dann mache ich mich auf den Weg nach Hause. Komm, ich packe erstmal fast alles rein, alles, was wir so mitnehmen können. Vielleicht auch den Verband. Papier, Knochen. So, mehr können wir erstmal nicht mitnehmen. Da hinten kommt schon jemand. Und ich würde sagen, ja,
Ich mache mich auf den Heimweg, mache meine Taschen leer und morgen sehen wir uns genau an dieser Stelle hier wieder und sehen zu, dass wir hier weitermachen und dass wir weiter voranschreiten in diesem Level 5 Tower. Ich möchte das gerne fertig machen. Ich möchte so weit wie möglich mit euch kommen. Wir sind relativ weit gekommen, muss ich sagen. Ich hätte das nicht gedacht, dass wir so hoch kommen. Aber es ist natürlich eine wirklich zeitaufwendige Geschichte. Es dauert sehr, sehr lange. Und ich bin gespannt, wie lange wir dafür benötigen, Leute. Aber ich habe da irgendwie gerade riesen Bock darauf, das mit euch durchzuziehen. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal. Kommentiert ganz, ganz fleißig mein Video, auch wenn das eine etwas holprige Folge war, bei der ich deutlich... Guck mal hier, jetzt habe ich schon wieder über 50 Frames in den großen Gebäuden. Da bricht mir das ein. Ich vermute, es liegt an meinem Prozessor. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auch wenn es ein bisschen holprig war durch die eingebrochenen Frames. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Ich musste flitzen. In diesem Sinne, ich bin raus.